Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 203 vom 2. September 2020 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, und mir gegenüber sitzt Philipp Hansel, ganz herzlich willkommen aus dem Lagestudio. Ja, wir fangen an mit unserem ersten Thema, das sind die Corona-Demos, die in Berlin stattgefunden haben. Es gab mehrere Demos gegen die Corona-Politik, das zumindest ist die offizielle Behauptung, da gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Die waren ja erst verboten worden vom Senat und vom Berliner Verwaltungsgericht dann genehmigt. Und ihr hattet da auch ein bisschen Feedback zu dieser ganzen Geschichte, wie wir das letzte Mal behandelt haben. Da hat einigen von euch, nämlich bei uns in den, so wie das bei uns in den Kommentaren aufschien, gestört, dass wir nicht direkt den Vergleich hergestellt haben zu der Gedenkdemo in Hanau. Wir erinnern uns, in Hanau ist vor etwa einem halben Jahr bei einem rassistischen Anschlag eine ganze Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund ums Leben gekommen. Ermordet worden. Ne? Also, ja, ja, jedenfalls sollte dagegen eine Gedenkdemo stattfinden in Hanau, die dann von der zuständigen Behörde quasi in allerletzter Minute verboten worden ist, nämlich am Vorabend, sodass auch Rechtsschutz nur noch schwer zu suchen war und dann letzten Endes also diese Demo nicht stattgefunden hat. Auf der anderen Seite, eben Philipp hat es gerade gesagt, durfte die Demo von Corona-skeptischen Menschen in Berlin oder verschiedene Demos hier stattfinden, hat das Verwaltungsgericht erlaubt. Und da haben viele Menschen sich gefragt, wie kann denn das eigentlich sein? Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass bei uns im Staat doch einiges schiefläuft? Und klar, also darauf hätten wir vielleicht eingehen sollen in der letzten Folge. Formal kann man natürlich sagen, es sind unterschiedliche Behörden zuständig. Die Berliner Behörde hat ja auch erst verboten. Erst das Berliner Verwaltungsgericht hat die Demo erlaubt. Insofern, so unterschiedlich waren die Maßstäbe vielleicht auch nicht. Das eigentliche Problem ist, glaube ich, dass die Behörde in Hanau die Demo so spät verboten hat, dass sie es de facto fast unmöglich gemacht hat, noch Rechtsschutz zu suchen. Darin würde ich eigentlich aus einer demokratischen Perspektive das große Problem sehen. Also wenn man schon als Behörde meint, eine Demo verbieten zu müssen, dann muss man das wenigstens in einer Weise tun, dass effektiver Rechtsschutz noch gesucht werden kann. Also da würde ich mal sagen, sollte politisch nochmal nachgekartet werden, wie kann es sein, dass eine Behörde sich so undemokratisch verhält und auf den letzten Drücker eine solche Demo verbietet. Und auch in der Sache sieht das natürlich gar nicht gut aus, denn die Demo in Hanau wäre wahrscheinlich sehr viel kleiner gewesen und weil es eben keine Demo von Corona-skeptischen Menschen gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch unter Hygienegesichtspunkten wesentlich einfacher gewesen, in Hanau zu demonstrieren. Also ich verstehe, wie man sich darüber aufregen kann. Ich muss aber zugleich sagen, so unterschiedlich sind die Fälle dann vielleicht unterm Strich doch wiederum nicht. Aber klar, es sieht extrem ungünstig aus, denn der Eindruck ist, dass eben Rechtsextreme mit Samthandschuhen angefasst werden, während Migrantinnen und Menschen, die sich mit ihnen solidarisch zeigen, Probleme bekommen. Also jetzt gab es in Hanau natürlich noch diese Zahl von mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Das war, glaube ich, die offizielle Begründung, warum das in Hanau dann verboten wurde. Auch der Ausländerrat hat gesagt, na gut, dann ist das halt so, da gab es jetzt auch keine großen Proteste. Aber klar, das muss man, glaube ich, der Vollständigkeit halber erwähnen, zumal wir, du hast es gesagt, in Berlin halt von ganz anderen Teilnehmerzahlen reden. Also die Veranstalter sprechen von Hunderttausenden. Ich glaube, realistischer ist eine Berechnung, die Spiegel Online angestellt hat oder Spiegel, wie es ja jetzt heißt, die anhand von Luftbildern etc. versucht haben zu ermessen, wie viel waren denn jetzt so da, und die sind so auf plus minus 40.000 irgendwie sowas in der Größenordnung gekommen. Ja, also wahrscheinlich sogar eher deutlich weniger. Das ist übrigens ein interessanter Artikel, den wir natürlich verlinken in den Shownotes, kann man sich mal angucken. Man muss nämlich einfach gar nicht so einfach glauben, ja, was an Teilnehmerzahlen so kursiert, sondern man kann das inzwischen sehr gut nachvollziehen. Es gibt da inzwischen sogar so Websites, wo man quasi die Teilnehmerzahl pro Quadratmeter eingeben kann und dann berechnet einem dieses Programm, diese Website anhand von öffentlich zugänglichen Kartendaten, wie viele Menschen auf diese Fläche passen. Bevor wir so über das reden, über das alle reden, dachten wir, wir schauen noch mal auf die Inhalte. Also worum geht's eigentlich? Weil das ist mir in dieser ganzen Berichterstattung so ein bisschen zu kurz gekommen. Bei den Demos in Berlin. Bei den Demos in Berlin, genau. Wogegen demonstrieren die eigentlich? Und da hat Philipp May, Kollege beim Deutschlandfunk, heute Morgen Michael Ballweg interviewt. Der ist ein Anmelder einer dieser Demonstrationen, also dieser sogenannten Querdenken-Demo, die auf der Straße des 17. Juni stattgefunden hat. Und Philipp hat ihn gefragt, was stört Sie so sehr? Ja, also es ist einfach das pauschale Kassieren von Grundrechten und jetzt insbesondere auch das Versammlungsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Also das ist ja schon mal eine Aussage, ne? Also das pauschale Kassieren von Grundrechten, fangen wir mit Versammlungsrecht mal an.
Tja, also da muss man natürlich sagen, ganz am Anfang der Bekämpfung der Corona-Pandemie gab es tatsächlich in einigen Bundesländern pauschale Verbote von Demos. Das heißt also, Versammlungen waren generell verboten. Auch in Berlin gab es da einen Fall, wo die Berliner Behörden gar nicht gut aussahen, wo also eine Soli-Demo, also eine Demo gegen den Tod von MigrantInnen auf dem Mittelmeer ziemlich brutal aufgelöst wurde von der Polizei. Das gab es im März oder vielleicht noch bis Anfang April. Man muss aber ganz deutlich sagen, das ist Monate her. Heute kann jeder demonstrieren und der Berliner Fall zeigt, man kann sogar ohne Maske demonstrieren mit 40.000 Menschen. Ja, okay, wurde zwar zuerst verboten, aber das Gericht hat das Grundrecht geschützt. Man kann also beileibe nicht sagen, dass das Versammlungsrecht in Deutschland grundsätzlich nicht mehr gilt. Ja, wie der Herr Ballweg das so schön sagt, pauschales Kassieren von Grundrechten. Also jedenfalls im Fall des Versammlungsrechts kann man das, denke ich, nicht sagen. Zumal er das ja als Antwort auf die Frage, wogegen haben Sie bei dieser Corona-Demo demonstriert, nannte. Und dass der Senat diese Demo verbieten würde, konnte er bei der Anmeldung der Demo noch nicht wissen. Also das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Ne? Dieses Demo-Verbot vom Senat, das ist als Begründung für die Demo nicht das schlagendste Argument. Also was noch? Er sagt, Meinungsfreiheit werde kassiert und sei eingeschränkt. Ja, genau. Da nennt er dann in diesem Interview das Beispiel von David Claudio Sieber. Das ist ein Kommunalpolitiker der Grünen. Der hat auf dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Demo gesprochen, hier am 29. August in Berlin. Am Breitscheidplatz. Ne? Und die Flensburger Ratsfraktion der Grünen hat daraufhin beschlossen, ihn aus der Fraktion auszuschließen. Zitat vom Landesvorsitzenden der Grünen im Norden, Steffen Regis. Der hat auf Facebook nämlich geschrieben, Zitat gesagt, wer auf Demos von Verschwörungsfundis redet, zu denen AfD und NPD mobilisieren und wo später nebenan in völliger Enthemmung und unter Reichsfahnen der Deutsche Bundestag in Anführungsstrichen gestürmt werden soll, ist bei uns Grünen falsch. Und dazu sagt Michael Ballweg, der Organisator einer dieser Anti-Corona-Demos. Wenn nicht mehr einmal ein Politiker lebendig die Meinung frei sagen kann auf irgendeiner Demonstration, sondern wenn er dann auch ausgegrenzt wird, dann ist es wirklich bedenklich in der Demokratie. Also da hat er das Konzept der Meinungsfreiheit nicht verstanden, würde ich sagen. Das ist auch meine Sorge. Wir hatten das vor 2 Wochen ausführlich beim Thema Cancel Culture. Meinungsfreiheit bedeutet eben nicht, dass man jeden Unsinn sanktionslos in die Welt pusten kann. Es bedeutet, man darf das sagen. Ja? Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass andere Menschen das dann für Unsinn halten und zum Beispiel Parteifreunde und Freundinnen sagen, mit dem wollen wir nicht mehr zusammen Politik machen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, dass man für seine Meinung möglicherweise auch Gegenwind einstecken muss. Und insofern ist das wahrlich kein Beispiel dafür, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt wird, zumal man ja sagen muss, hier sind es eben Private, nämlich seine FraktionskollegInnen, die sagen, wir wollen mit dem nicht mehr. Das handelt sich also nicht ganz sicher nicht um eine staatliche Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und außerdem muss man sagen, der gute Mann kann ja jetzt zur AfD gehen. Ja, oder er kann eine eigene Partei gründen. Und auch Herr Ballweg wird das wissen, der betreibt ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Was auf YouTube alles gesagt wird und werden darf und sanktionslos gesagt werden darf. Da staunt man. Das hätten sich die kühnsten Verfechter von Meinungsfreiheit vor einigen Jahren nicht träumen lassen. Also man muss ganz deutlich sagen, in diesem Interview wird sehr deutlich, Herr Ballweg weiß im Grunde auch nicht so richtig, wogegen er demonstriert, aber wir haben uns gedacht, wir gucken trotzdem mal genauer hin. Wir fragen uns einfach mal, was gibt es denn eigentlich gerade noch so für Corona-Einschränkungen? Also, wie hart ist es denn? So, es wird immer so gesagt, ja, die Corona-Skeptiker und demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen und so, und dann schwingt im Subtext immer mit so, ja, das ihr habt ja euch da komische Allianzen ausgesucht und da haben ja auch Rechte zu aufgerufen, aber Corona-Maßnahmen, das wird immer so, ja, das kann man mal so stehen lassen, diese Corona-Maßnahmen. Wenn man mal aber genauer mal hinguckt, also von fundamentalen Grundrechtseinschränkungen, das haben wir eben gesagt, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, glaube ich, kann man so nicht reden, wie das da getan wird. Was gibt's denn noch? Schule, Regelbetrieb. Haben wir in der Lage besprochen, aus unserer Sicht wirklich bundesweit. Bedenklich viel Freiheiten in den Schulen, keine Maskenpflicht, weitgehend, also problematisch. Nee, zumindest nicht in den Klassen. Zoo, Spielplätze, Moscheen, Kirchen, Friseur, Freizeitparks, Fitnessstudio, Sport auf dem Sportplatz. Alles ganz normal, Ausnahme Maskenpflicht in weiten Bereichen, aber ansonsten Business as usual. Ne? Also dramatische Grundrechtseinschränkungen nicht zu erkennen. Restaurants, Geschäfte, auch mehr oder weniger normal. Du musst am Tisch keine Maske tragen in der Regel, aber wenn du aufs Klo gehst oder reinkommst, sollst du eine tragen. Okay. Geschäfte haben auf, viele sogar ohne diese 800 Quadratmeter Beschränkung. Da sind die Länder so ein bisschen unterschiedlich in ihren Regeln. Ne? Ja, wir berufen uns hier auf eine Matrix, die Zeit Online publiziert und aktualisiert. Das ist die Basis, haben wir verlinkt. Könnt ihr reingucken. Kino, Theater, Nachbar ist Opernsänger, er saß monatelang auf dem Trocknen, jetzt ist wieder, also mit Einschränkungen, aber Aufträge laufen, Leute gehen
gehen ins Kino, Leute gehen in die Oper, Leute gehen ins Theater. Ich war am Wochenende auch im Kino. Man muss halt Abstand halten. Ne? Die Plätze um einen rum sind dann eben frei. Ne? Man bucht mit einer Gruppe, ringsherum bleiben ein paar Plätze frei. Aber im Prinzip ist wieder, also ich meine, klar, wir müssen schon offen dazu sagen, es gibt natürlich für die Kinobetreiber da massive wirtschaftliche Nachteile. Zum einen, weil sie eben ihre Kinos nicht auslassen können. Und zum anderen gibt es natürlich Nachteile dadurch, dass einfach bis heute viele Menschen nicht ins Kino gehen wollen, weil sie halt sagen, Infektionsschutz und so. Aber das sind natürlich keine Grundrechtseinschränkungen. Das ist eben einfach die Lebenssituation, in der wir zurzeit leben, wo Menschen auf sich Acht geben und sagen, also mir ist das zu gefährlich, ich gehöre vielleicht zu einer Risikogruppe, mir ist das ein Kinobesuch nicht wert, dass ich mir Corona einfange. Aber da muss man deutlich sagen, das ist keine Grundrechtseinschränkung, sondern das ist eben einfach persönliche Prävention von Menschen, die ja nicht auf staatliche Einflussnahme zurückgeht. Und die wirtschaftlichen Einbußen, da haben wir auch drüber geredet, da schüttet der Staat hunderte von Milliarden aus, um dem zu begegnen. Wir wollen vielleicht nur ganz kurz fairerweise eins dazu sagen, wo du sagst hunderte von Milliarden, Philipp. Also man muss natürlich zugeben, es gibt nach wie vor auch Menschen, gerade Solo-Selbstständige, deren Business eingeschränkt ist. Also es gibt einzelne Menschen, deren Leben eingeschränkt ist, gerade auch deren Existenz teilweise bedroht sein kann, weil sie quasi durchs Raster fallen, weil sie von Corona-Hilfsmaßnahmen nicht direkt profitieren. Gibt es auch im Kulturbereich. Mache ich am Donnerstag im Marktplatz am Deutschlandfunk eine Sendung dazu. Ja, wunderbar. 10:10 Uhr. Und ich meine mal ganz ehrlich, wir sind in gewisser Hinsicht ja auch selber Opfer, ne? Denn wir machen ja normalerweise Lage-Live-Shows, so ein paar Shows im Jahr. Wichtiger, auch wichtiges ökonomisches Standbein für uns gewesen. Ja, also wir haben ein bisschen Geld damit verdient, wir haben vor allem aber auch sehr wertvolles Feedback eingesammelt, das fällt auch weg. Also insofern, wir sehen durchaus, dass es natürlich nach wie vor Nachteile gibt, gerade weil es ja nach wie vor Beschränkungen gibt bei sogenannten Massenveranstaltungen. Ne? Das ist das Einzige, wo man sagen muss, da gibt es wirklich noch drastische Nachteile. Aber ansonsten, glaube ich, zeigt die Bilanz der Corona-Maßnahmen, Philipp, eigentlich kann man von drastischen Grundrechtseinschränkungen wirklich nicht mehr reden. Also es gibt Einschränkungen, das ist keine Frage. Also draußen treffen maximal 10 Leute, manchmal sind 150 erlaubt. In die Hochschule darf man auch nicht überall gehen. Veranstaltungen drin, das schwankt von Bundesland zu Bundesland. 100 ist manchmal die Schwelle, manchmal 1000. Ich denke, dass mit die größte Einschränkung sind halt so ökonomische Einschränkungen für Messen, Events, solche Sachen. Stimmt, genau, das fällt weg. Und Großveranstaltungen wie Lage Live. Aber bis 1000 Leute ist ja jetzt auch schon ein bisschen was. Also da geht auch schon was. Und es ist halt die Masken in Läden und ÖPNV. Und ich glaube, das empfinden viele als so das sichtbarste Signal, ja, wenn sie nicht ökonomisch davon betroffen sind. Und da würde ich sagen, Leute, ihr müsst nicht dauernd Maske tragen. Ihr müsst im ÖPNV Maske tragen und wenn ihr in Läden reingeht, müsst ihr Maske tragen. Das schafft man doch noch, oder? So, sorry. Und da würde ich sagen, also von Grundrechtseinschränkungen, von massiven Grundrechtseinschränkungen, die einfach so verfügt werden, Einschränkung der Meinungsfreiheit, Einschränkung des Versammlungsrechts, kann man einfach nicht reden. Das, also man muss es so deutlich sagen, die demonstrieren im Grunde gegen Dinge, die es nicht gibt. Und das macht diese ganzen Demos schon wirklich ausnehmend bizarr. Zumal man ja sagen muss, Stichwort Angemessenheit, es spricht jedenfalls sehr vieles dafür, dass die Maßnahmen, die in Deutschland getroffen wurden, auch wenn sie punktuell übersteuert waren, wir haben es immer wieder gesagt, ganz erheblich dazu beigetragen haben, dass wir in Deutschland diese Corona-Pandemie im Grunde weltweit mit am besten gemanagt haben. Es gibt jetzt eine ganz interessante Studie aus dem Vereinigten Königreich. Die haben sich mal die Frage gestellt, was denn eigentlich passiert wäre, wenn die Vereinigten Staaten die deutschen Anti-Corona-Maßnahmen ebenfalls ergriffen hätten. Wir erinnern uns, Donald Trump hat im Grunde in Sachen Corona über all die Monate so eine Art Schlingerkurs gefahren, aber wirklich einen klaren Lockdown gab es eigentlich nicht, nur ganz kurz. Jedenfalls, diese Studie hat sich die Frage gestellt, was wäre in den USA passiert, wenn die im Grunde äquivalente Maßnahmen zu den Maßnahmen in Deutschland ergriffen hätten, und Ergebnis dieser Simulation, 70.000 Menschen, die in den Vereinigten Staaten an und mit Corona gestorben sind, wären noch am Leben. Ja. So, das haben wir aus dem jüngsten Drosten-Podcast, dem Corona-Update vom NDR, die Linkliste, bei denen ist leider noch nicht aktualisiert, sodass wir den Link da jetzt noch schuldig bleiben müssen. Das zitieren wir nach Drosten. Wir zitieren das nach Drosten und wir haben die Linkliste vom NDR verlinkt, sodass da dann irgendwann diese Studie auch aufpoppen wird. Drosten hat auch noch gesagt, ja, momentan haben wir so 1500 Neuansteckungen am Tag. Eigentlich sind das wenig Ansteckungen, aber er hat halt diese These vertreten des Durchsickerns, so nach dem Motto, wie beim Kaffeefilter, ja, du hast einen Filter mit Kaffee drin und du tust einen Tropfen rein, der kommt nicht gleich unten wieder raus, und dann tust du noch einen rein, der kommt auch noch nicht raus, tust du noch einen raus, und nach dem 100. da fängt es dann unten an zu tröpfeln. Und er sagt, es könnte sein, dass wir in so einer Phase jetzt sind, dass wir diese einzelnen Corona-Hotspots zwar haben, insgesamt relativ wenig vielleicht, aber dass es dann irgendwann zwischen diesen ganzen Hotspots solche Verbindungen gibt, dass das Ganze dann wieder auch wirklich außer Kontrolle gerät. Das war so eine These, die er da zur Debatte gestellt
hat. Also wie gesagt, da ist die letzte Messe noch nicht gesungen und wir lernen natürlich jeden Tag dazu. Und Jens Spahn hat jetzt irgendwie gesagt, ja, mit den heutigen Erkenntnissen hätten wir Friseure Einzelhandel nicht schließen müssen. Ja, natürlich. Und Rupert Polenz twittert dann, ja, mit den Erkenntnissen von Montag hätte ich auch am Sonntag einen anderen Lottoschein ausgefüllt. Also natürlich ist das ein Fliegen auf Sicht und Fahren auf Sicht. Aber dass wir jetzt von breiten Grundrechtseinschränkungen reden könnten, glaube ich, da sind wir nicht. Da ist jetzt die Frage, ja, aber wenn das inhaltlich schon so ein bisschen so dünn ist, wer versammelt sich da? Genau, das ist wirklich, das muss man sehen, eine absolut bunt gemischte Truppe. Auf den ersten Blick. Ja, auf den ersten Blick zumindest. Also Leute, wo man auf den ersten Blick nicht so ganz versteht, wieso die gemeinsam auf die Straße gehen. Da finden sich die Regenbogenflaggen, die quasi für Queer Culture werben, neben Reichsflaggen. Ja, die typischerweise von Rechtsextremisten getragen werden, die es nicht so haben mit Queer Culture. Da demonstrieren Rentner neben Nazis, ne? Da demonstrieren Menschen mit Rastas neben Glatzköpfen. Da demonstrieren Impfgegner neben Antisemiten, Friedensaktivisten neben Putin-Fans, Verschwörungsmärchenanhänger neben Hooligans. Das Ganze ohne Abstand überwiegend und insbesondere auch ohne Maske, muss man sagen, mussten sie auch erstmal nicht tragen. Das Gericht hat ja merkwürdigerweise keine Masken verlangt. Dann aber doch, nachdem die Polizei nämlich festgestellt hatte, dass die Abstandsauflagen nicht eingehalten werden, hat die Polizei also nachträglich die Auflage verhängt. Masken zu tragen wurde auch nicht eingehalten. Daraufhin wurde die erste Demo aufgelöst. Aber jedenfalls aus dieser Beschreibung der verschiedenen Gruppen sieht man auf den allerersten Blick, haben diese Demonstrierenden relativ wenig gemeinsam, auf den allerersten Blick. Und wir fragen uns halt einfach, was hat die dann letzten Endes vereint? Warum sind die gemeinsam auf die Straße? Genau, und da hat Ron Steinke in der SZ, finde ich, einen ganz interessanten Kommentar abgegeben. Und der meinte, all diese Leute vereint eine Verschwörungserzählung, ein Verschwörungsmythos, nämlich sie sind geeint durch die Erklärung dafür, warum die Welt so schlecht ist. Und diese Erklärung ist in der Regel ein Feindbild und dieser Feind sind stets Fremde. Sei es Juden wie Soros, Rothschild oder die Zionisten allgemein oder sei es Muslime, irgendein Feindbild vereint die alle, haben sie alle, um zu erklären, warum die Welt nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Und es liegt nie an ihnen selber, sondern immer an irgendwelchen anderen, die irgendwas falsch machen. Und wir möchten, um das nur ganz klarzustellen, dass das jetzt niemand falsch versteht, wir möchten natürlich auf keinen Fall sagen, dass Juden die Fremden sind. Das ist die Sichtweise vieler Menschen in diesen Demos, die eben mehr oder weniger deutlich auch antisemitische Thesen vertreten, aber Fremde sind möglicherweise auch Menschen, von denen jetzt die wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer der Lage nicht denken würden, dass sie fremd sind. Also beispielsweise die Bundesregierung, ist aus Sicht vieler Gruppen, die da auf die Straße gehen, quasi auch das Böse, die Inkarnation des Bösen, weil sie nämlich ferngesteuert ist von irgendwelchen fremden Mächten oder das ist ja so die These der Reichsbürger, weil sie quasi ein illegitimes Regime sind, weil es die Bundesrepublik gar nicht gäbe. Also Philipp hat es eben gerade gesagt, dass der gemeinsame Nenner dieser ganz unterschiedlichen Gruppen ist, das Feind Bild, irgendjemand anders ist schuld daran, dass mein Leben daneben gegangen ist oder dass die Welt einfach nicht gut ist. Und das ist extrem gefährlich, Philipp. Genau, und Steinke sagt halt, breites, derzeit in alle Richtungen wachsendes Milieu, das durch den Verschwörungsglauben eng zusammengeschweißt wird, wohin das führt, sagt er. Da muss man nach Halle und Hanau blicken. Wir haben oben drüber geredet. Der wehrhafte Rechtsstaat sagt, er täte gut daran, mit Macht entgegenzutreten, mit Manpower, vielleicht auch mit Frauenpower und mit einer klaren Sprache. Genau, und das ist nämlich das große Problem, dass jedenfalls die Bilder dieses Wochenendes nicht gerade dafür sprechen, dass der Rechtsstaat dem mit Entschlossenheit entgegengetreten ist. Das ist auch was, was wir im Feedback bekommen haben und was man auch auf Twitter zum Beispiel lesen konnte. Viele Menschen haben sich sehr gewundert, mit welcher entschlossenen Härte der Rechtsstaat auf der einen Seite manchen Demos gegenübertritt. Denken wir an G20, denken wir an den 1. Mai. Da wurde also äußerst robust darauf geachtet, dass auch bitteschön keiner sich maskiert. Während natürlich jetzt bei den Corona- oder Corona-SkeptikerInnen-Demos am 29. August die Polizei, sagen wir mal, sehr vorsichtig eingeschritten ist. Es gab ganz wenig Situationen, nur wo die Polizei tatsächlich mal gewaltsam eingeschritten ist. Eine Situation war mal vor der russischen Botschaft, da gab es kurzzeitig Krawalle. Aber im Großen und Ganzen wurden diese Demos sehr, sehr vorsichtig angefasst. Manche kritisierten mit Samthandschuhen. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, ist das das Problem? Ich würde mal denken, eigentlich finde ich es in einem Rechtsstaat ganz angenehm, wegen gegen eine Demo typischerweise erstmal keine Gewalt eingesetzt wird und die Polizei ganz bewusst versucht, mit möglichst milden Mitteln vorzugehen. Aus meiner Sicht persönlich sollte es eben keine Gleichheit im Unrecht geben. Das Problem ist, dass gegen die G20-Demos teilweise mit unverständlicher Härte vorgegangen wurde oder gegen 1. Mai-Demos oder so. Also ich glaube, an anderer Stelle, gerade wenn die Polizei die Menschen
in der Demo als die anderen wahrnimmt, als irgendwie Linke und Gegner, dann wird eben sehr häufig draufgekloppt. Und wie gesagt, der Fehler ist aus meiner Sicht weniger, dass man hier gegen diese 29. August-Demos relativ milde vorgegangen ist, sondern der Fehler ist eher, dass gegen andere Demos, die politisch missliebig sind, mit besonderer Härte vorgegangen wird. Aber ich verstehe die Irritation vieler Menschen, weil das genau dasselbe Narrativ ist wie das, was wir eben gerade schon hatten. Hanau wird verboten und die Corona-SkeptikerInnen können demonstrieren, das passt doch nicht zusammen. Und das geht eben in dieselbe Richtung. Da sind Menschen verstört und das finde ich persönlich sehr bedauerlich. Das finde ich, sollte auch die Polizei nochmal reflektieren, welches Bild da eigentlich entsteht. Aber Philipp, Stichwort Reaktion auf das, was am 29. August passiert ist. Vor allem im Nachgang wurde ja sehr diskutiert über bestimmte Szenen, die sich da vor dem Reichstag abgespielt haben. Und das könnte man natürlich auch verstehen. Als die Polizei war zu milde oder was ist da gelaufen? Also es war halt so, dass vor dem Reichstag eine Demonstration zugelassen war. Eine Bühne war da aufgebaut und da hat dann irgendwann eine Tamara K. dazu aufgerufen, den Reichstag zu stürmen. Und der war nicht oder sehr schlecht geschützt und nach Tagesspiegelinformationen handelt es sich bei Tamara K. um eine, Zitat, szenebekannte Heilpraktikerin und was sie da sagte auf dieser Bühne, das klang so. So Leute, wir schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um, die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude steht keine Polizei mehr und Trump ist in Berlin. Die ganze Botschaft ist hermetisch abgeriegelt. Wir haben fest gewonnen! Wir brauchen Maske! Wir müssen jetzt beweisen, dass wir alle hier sind! Und wir gehen da drauf und holen uns heute, hier und jetzt, unser Haus zurück! Wir werden gleich diese komischen kleinen Dinger brav niederlegen und gehen da hoch und setzen uns friedlich auf die Treppe und zeigen Präsident Trump, dass wir den Welt kriegen wollen und dass wir die Schnauze gestrichen haben! Ja, und so sind wir dann also losgezogen, so ich würde mal sagen, so 200-300 Leute, ist immer so ein bisschen schwer zu schätzen, sind halt dann auf die Treppe des Reichstags gegangen und da waren dann halt drei Polizisten, die haben die Leute davon abgehalten, in den Reichstag zu gehen, man muss einen Bart gerade rücken. Trump war nicht in Berlin, Trump ist nicht in Berlin und soweit wir wissen, kommt er auch demnächst nicht nach Berlin. Jetzt, wo ich das so gerade höre, könnte man ihr so ein bisschen QAnon-Mentalität unterstellen, also QAnon ist so eine ziemlich düstere Verschwörungserzählung, die Donald Trump, um es kurz zu machen, so als den Erlöser feiert, der quasi uns von der großen Weltverschwörung befreit. Und wenn sie dann sowas sagt wie, wir haben gewonnen und Trump ist in Berlin und wir zeigen ihm, wir wollen den Weltfrieden und so. Also das hat so ein paar Anklänge, als hätte sie auch da schon mal von gehört und fände das nicht völlig abwegig, dass Trump möglicherweise der Erlöser ist, aber gut. Also ich finde daran so bemerkenswert, wie irre das ist, ne, wenn man das jetzt nun mal so hört und es wird auch echt nicht besser, wenn man noch das Bild dazu sieht. Ja, das ist, mal ganz ehrlich, rein akustisch hat man den Eindruck einer völlig durchgeknallten. Ne? Und die steht da eben so auf der Bühne und die Leute folgen aber durchaus ihrem Aufruf. Allerdings muss man sagen, von einem Sturm auf den Reichstag, wie es dann so schön hieß und wie es ja auch im Vorfeld immer wieder hieß, Sturm auf Berlin und so, kann also wirklich keine Rede sein. Einige hundert Menschen sind einfach dann ganz entspannt zum Westeingang des Reichstags gelaufen. Ne? Ja, die haben sich immer über sich selber gewundert, so ein bisschen. Ja. Wir gingen zum Reichstag. Ja, wir gehen einfach hin. Wir gehen zum Reichstag. Ja, und immer ganz ehrlich, und man sieht auf dem Video, da stehen zwar so ein paar Absperrgitter rum, die sind aber auch nicht richtig verbunden, da kann man also im Prinzip durchgehen, da gibt es überall Lücken und insbesondere gibt es halt keine Polizeiketten, gar nichts. Das heißt, die Leute können einfach ganz entspannt diese Freitreppen hochgehen und stehen dann tatsächlich wenige Meter entfernt von der Glasfront, die dann letztlich den Eingang zum Reichstag markiert. Da allerdings standen drei Polizisten, ich glaube, es waren alles drei Männer, soweit man das in dem Video sehen kann, und verteidigen das und das machen die Leute dann auch mit. Also da muss jetzt nicht irgendwie geschossen werden oder so. Ich glaube, ein bisschen Pfefferspray wird eingesetzt, aber im Großen und Ganzen ist das keine besonders aggressive Szene. Das, finde ich, muss man wissen, dass es also nicht so richtig gefährlich ist, was da passiert. Es ist vor allem von einer gewissen symbolischen Bedeutung, Philipp, wegen der Fahnen, die da geschwenkt werden. Ja, wegen der Fahnen. Also das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht auseinanderhalten, ob es jetzt die Reichsflagge oder die Reichskriegsflagge war, die da geweht
hat. Weil es auch x verschiedene waren. Weil es natürlich auch x verschiedene waren, aber denke ich, klar ist, dass beide als Symbole von Rechtsextremisten genutzt werden, von Reichsbürgern, die eben das Reich weiter existieren sehen und die Bundesrepublik als illegitimes Konstrukt werten. Und dass diese Fahnen vor dem Reichstag, vor dem Westportal auf den Treppen wehten und Bilder gemacht haben, über die sich viele Rechtsradikale natürlich jetzt freuen und das in ihre Videos einbauen werden, das ist klar. Und das ist natürlich ein saublödes Symbol und so. Aber wir haben es hier mit keinem Staatsstreich zu tun. Es war auch kein gewaltsamer Sturm. Die Frage ist halt, was ich dachte, es gibt's nicht noch eine Bannmeile? Genau, das finde ich nämlich auch in der Tat eine der spannenden Fragen an dieser Stelle. Also ich bin da völlig bei dir erstmal, Philipp. Ich finde, man muss den Ball so ein bisschen flach halten. Ne? Also unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auch so eine Rede gehalten, wo er, also wie soll ich sagen, fast persönlich geknickt war, dass man jetzt eben diese Fahnen da sieht. Also ich teile das sieht nicht schön aus, aber es war auch irgendwie kein Riesenproblem und mit ein paar PolizeibeamtInnen mehr hätte man das auch, glaube ich, problemlos verhindern können. Also ich glaube, so dramatisch ist es alles nicht. Hässliche Bilder, aber eben kein Staatsstreich. Stichwort Bannmeile. Also eigentlich gibt es ja rund um den Bundestag, den Bundesrat und auch rund um das Bundesverfassungsgericht so einen Bereich, wo keine Demonstrationen stattfinden sollen. Ja, das nennt sich so schön befriedete Bezirke oder eben im Volksmund Bannmeile oder auch Bannkreis. Geregelt ist das, wie natürlich vieles in Deutschland, in einem eigenen Gesetz, in diesem Fall in dem Gesetz über befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes. Und dieses Gesetz, finde ich, ist so ein schönes Beispiel für den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Also dafür, dass Einschränkungen von Grundrechten, wie zum Beispiel der Versammlungsfreiheit, ganz genau abgestuft geregelt werden müssen. Eigentlich sind Demos innerhalb dieses Bannkreises nämlich verboten. Aber nach § 2 des Gesetzes sind Versammlungen zuzulassen, Zitat, wenn eine Beeinträchtigung der Tätigkeit des Deutschen Bundestages und seiner Fraktionen und eine Behinderung des freien Zugangs zu ihren in dem befriedeten Bezirk gelegenen Gebäuden nicht zu besorgen ist. Davon ist in der Regel dann auszugehen, wenn die Versammlung oder der Aufzug an einem Tag durchgeführt werden soll, an dem Sitzungen der in Satz 1 genannten Stellen nicht stattfinden. Auf Deutsch? Grundsätzlich Bannmeile, aber an Nicht-Sitzungstagen müssen Versammlungen grundsätzlich genehmigt werden. Ja? Nämlich, es sei denn, es spricht irgendwas anderes dafür, dass es Probleme gibt. Und da sieht man sehr schön, es gibt zwar einerseits eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit durch dieses Gesetz, aber die hat dann wiederum eine Hintertür, nämlich an Nicht-Sitzungstagen kann man demonstrieren und genau das ist auch passiert und deswegen finde ich, ist es wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man von massiven Grundrechtseinschränkungen eben gerade nicht reden kann. Diese Bühne zum Beispiel, von der Tamara da gekräht hat, die stand eben unweit des Reichstags und war auch genehmigt. Also die durfte da eben stehen. So, jetzt gibt es einen RBB, meldet irgendwie, dass der Bundestag da einen Graben machen will und so. Ich denke, also es macht durchaus Sinn, sich dann auch über vielleicht zusätzliche Sicherungsmaßnahmen mal Gedanken zu machen. Krokodile war so ein Vorschlag auf Twitter von Michael Simmer. Zugbrücke oder sowas. Aber ich denke mal, davon mal ganz abgesehen, ernsthafte Bewertung. Auf der einen Seite muss man sagen, ja, das waren keine schönen Bilder, Staatsstreich war es aber nicht. Dann muss man sagen, diese Leute, auch 40.000 plus minus, sind eine Minderheit. Spiegelumfrage repräsentativ durchgeführt von Civi, ne? Sagt, rund 65% der Deutschen lehnen die Proteste entschieden ab, also 2/3. Weitere 11% sind eher dagegen. In Summe 3/4 der Deutschen sind mit den Demonstrationen unterm Strich nicht einverstanden. Das ist 2 Prozentpunkte weniger als im Vormonat, mehr oder weniger stabil. Und 21% sagen auf jeden Fall oder eher haben sie Verständnis dafür. Also ein Fünftel. Ja, also grob dass dieselbe Gruppe, die möglicherweise auch AfD wählt oder sonst irgendwelchen, sagen wir mal, interessanten Theorien anhängt. Also klar, ne, das ist natürlich, das sind natürlich immerhin noch 21%. Natürlich möchte man eigentlich auch nicht, dass die Demonstrationen gut finden, die, wir haben es eben versucht darzustellen, keinen Punkt haben, ja, oder die wegen sich allen Ernstes aufregen über Maskenpflichten. Aber meine Güte, ich glaube, das kann man in der Demokratie noch aushalten, einfach weil das ja jetzt weit und breit nicht dazu angetan ist, quasi das politische System zu destabilisieren. Ich glaube,
Ich glaube, das eigentliche Problem bei der ganzen Sache ist, welche Gruppen zu diesen Demos noch mit aufgerufen haben, welche Splittergruppen, die nur ein paar Prozent der Bevölkerung ausmachen, die aber über diese Corona, dieses, sag mal, über dieses Thema Corona-Maßnahmen-Skepsis jetzt Anschluss suchen an die Mitte der Gesellschaft, und das sind Rechtsextreme Rechtsextremisten, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Und Feinde der Demokratie. Deswegen sind diese Bilder ja auch wirklich blöd, weil natürlich das Bestreben von Rechtsextremen immer ist, sich größer zu machen, als sie eigentlich sind. Ja. Und Reichskriegsflaggen und Reichsflaggen, deren Symbole vor dem Reichstag, in den Tagesthemen, in der Tagesschau, überall im Internet. Erweckt halt den Eindruck, als gäbe es da eine rechtsextreme Bewegung in Deutschland, die am Sturz des in Anführungsstrichen Merkel-Regimes feile, ne? Und oder stricke. Und das ist nun eben, weiß Gott, nicht der Fall. Auf der anderen Seite verweist der Autor Christian Bangel in der Zeit darauf, dass wir insbesondere diesen Schulterschluss zwischen allen möglichen Truppen und allen möglichen, wie soll ich sagen, Gruppen in der Gesellschaft, wir haben es eben schon gesagt, die bei diesen Demos auftauchen, auf der einen Seite und den harten Rechtsextremisten auf der anderen Seite, dass wir diesen Schulterschluss auch nicht, wie soll ich sagen, kleinreden sollten, denn der ist schon extrem gefährlich. Die Frage ist, ob wir das alles verharmlosen, so wie wir das jetzt hier auch darstellen. Ne? Er sagt, die Bilder sind für die Rechten halt pures Gold. Ich habe gesagt, warum? Sie erscheinen größer, als sie sind. Er sagt, Zitat, wenn man die längerfristigen Dynamiken des Rechtsrucks in Deutschland und im globalen Westen außer Acht lässt, wenn man nicht sieht, dass die gesamte Nachwendegeschichte von Worch bis Gauland, von Solingen bis Erfurt auch eine Geschichte des wachsenden Einflusses extremer Rechten ist, dann ja, dann war gestern tatsächlich wahrscheinlich nur ein schnell unterbundener Durchbruch von Chaoten auf ein polizeiliches Schutzobjekt. Jetzt muss man sagen, dieser Rechtsruck, ne, da gibt es auch Soziologen, die sagen, den empfindet man so, aber der lässt sich nicht wirklich in Zahlen nachweisen. Ganz im Gegenteil. Wir haben in der Lage vor einigen Monaten ja schon mal über die sogenannte Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung gesprochen. Die wird regelmäßig durchgeführt und die misst unter anderem eben, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland rechtsextremistisches Gedankengut teilen, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland quasi so zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit neigen. Und das sind eben im langjährigen Schnitt immer konstant knapp irgendwas zwischen 5 und 10%. Das heißt also, man kann nicht sagen, dass wir in Deutschland mit einmal mehr Rechtsextremisten haben. Das große Problem ist allerdings, dass es natürlich inzwischen eine parlamentarische Vertretung gibt mit der AfD, die wiederum rechtsextremen Kreisen enorme Sichtbarkeit und natürlich auch enorme finanzielle Mittel zuspielt. Alleine die vielen Millionen, die jetzt die AfD ausgeben kann für ihre Jungnazis, die da im Bundestag arbeiten. Also das ist auch im Prinzip das Argument von Christian Bangel, ne, dass sie halt viel Geld kriegen. Und die Frage ist so ein bisschen, ob wir das verharmlosen. Hier kommen ja zwei Dinge zum einen. Das eine ist die Präsenz der Rechten, die sich da sozusagen da draufsetzen und sich größer machen, als sie wahrscheinlich eigentlich sind und auch die Debatte bestimmen und das Bild bestimmen. Die anderen sind halt diese Leute, die anfällig sind für diese Verschwörungsmythen, ja, und sich Feindbilder aufbauen und glauben, dass das die Lösung ist und sich völlig verabschieden aus unserem demokratischen Kosmos und auch aus dem Kosmos, wie wir Wissen generieren. Ne? Und da ist die Frage, muss man da mehr machen? Wie kann so eine härtere Gangart gegen diese Leute aussehen? Das ist genau die Frage. Ich glaube, dass härteres staatliches Durchgreifen im Zweifel nur Gegenreaktionen provoziert. Ich bin, das hatten wir hier auch im Pad eben schon oben genannt, ich bin im Großen und Ganzen zum Beispiel auch dafür, dass solche Demos stattfinden können und dass sie dann wirklich, ich hatte das auch an dem Wochenende jetzt getwittert, ne, dass sie dann in einer angemessenen Reaktion auf Grenzüberschreitungen durch die Demonstrierenden mit Auflagen versehen und schlimmstenfalls auch verboten werden. Und der Reichstag wäre so eine Gelegenheit gewesen. Genau, der Reichstag wäre natürlich eine Gelegenheit gewesen. Natürlich hätte man sich da besseren Schutz erhofft. Natürlich hätte man die Auflage machen können, dass man sich dem Reichstagsgebäude nicht nähern kann, zum Beispiel, um Sachschäden am Gebäude zu vermeiden. Das hätte man natürlich per Auflage regeln können. Möglicherweise war das auch geregelt und wurde dann nur nicht durchgesetzt. Also das muss man natürlich machen, aber im Grundsatz, finde ich, sollte man eher so ein bisschen großzügiger sein bei den Demonstrationen. Insofern bin ich d'accord damit, dass das Verwaltungsgericht, haben wir ja auch letzte Woche gesagt, ne, dass das Verwaltungsgericht das zugelassen hat. Also bei staatlichen Reaktionen bin ich sehr skeptisch. Mein Plädoyer geht eigentlich eher an die Menschen, die aus irgendwelchen Gründen so ein flaues Bauchgefühl haben und finden, das geht so einiges schief hier in diesem Lande, dass die sich genau überlegen, ob denn dieses Schiefgehen zum einen überhaupt einen Punkt hat. Ja, wir haben es eben dargestellt, also gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, ist eigentlich nicht so wahnsinnig rational. Und dass sie zum Zweiten sich die Frage stellen, muss ich dieses
dieses Unwohlsein mit irgendwas anderem in unserer Gesellschaft, muss ich das wirklich im Schulterschluss mit harten Rechtsextremisten auf die Straße tragen? Muss ich wirklich, wenn ich Hippie bin und was gegen Impfungen habe, muss ich dann wirklich auf dieselbe Demo gehen, zu der auch Rechtsextremisten aufrufen? Muss ich nicht vielleicht erwarten, von gerade von Menschen, die ja ideologisch sonst überhaupt nichts gemeinsam haben mit Rechtsextremisten, muss ich von diesen Menschen nicht eigentlich erwarten, dass sie sich klar machen, wen sie da unterstützen und wem sie da die Möglichkeit geben, sich medienwirksam in Szene zu setzen? Ich glaube, da kann man jetzt erstmal nur an die Eigenverantwortung von Demokratinnen und Demokraten appellieren, eben nicht mit Nazis gemeinsame Sachen zu machen. Man muss zur Ehrenrettung sagen, Michael Ballweg, der Organisator dieser Querdenken-Demo, hat im Deutschlandfunk gesagt, um sich abzugrenzen von den Nazis, will er jetzt die nächste Demo am 3.10. in Konstanz machen, nicht in Berlin. Wo ist da die Abgrenzung von den Nazis? Und in demselben Interview zum Beispiel hört man von Herrn Ballweg auch wieder die uralte Hufeisenthese, sie wollen auf ihren Demos keine Rechtsextremisten, aber auch keine Linksextremisten. Gerade so, als hätten Linksextremisten irgendwie aufgerufen zu Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Ne? Das heißt also, Ballweg verwendet die Rhetorik der sogenannten Hufeisenthese, die ja typischerweise eher am rechten Rand vertreten wird. Also ich persönlich kaufe ihm diese Distanzierung vom Rechtsextremismus nicht ab. Mag sein, dass er selber kein Nazi ist, halte ich gut für möglich, aber auf jeden Fall freut er sich, glaube ich, heimlich über diesen Support und über diese Mobilisierung zu seinen Demos. Also ich persönlich nehme ihm das überhaupt nicht ab. Deswegen mein Appell eben an jeden Einzelnen, der so das Gefühl hat, hier läuft was schief in unserem Lande, mach deine eigene Demo. Geh meinetwegen gegen Impfung auf die Straße. Klammer auf, Zwangsimpfungen waren nie vorgesehen gegen Corona. Aber gut, geh doch gerne gegen Impfung auf die Straße, wenn du damit ein Problem hast. Oder geh gegen was auch immer auf die Straße, aber mach's halt nicht mit Nazis. Zu unserem nächsten Thema. Der Wirecard-Skandal war ja in der Lage noch nicht so richtig großes Thema. Diese Woche ändert sich das aus gegebenen Anlass. Wirecard, für die unterm Stein geschlafen haben, ein deutsches Unternehmen, ein sogenannter Zahlungsdienstleister, die angeblich Zahlungen im Internet abgewickelt haben, Kreditkarten, ähnliches. Ein paar haben sie auch abgewickelt. Ein paar haben sie wahrscheinlich auch abgewickelt. Gehen wir von aus, ja. Und war also ein Riesenhype, wurde als das deutsche PayPal gehandelt, hat angeblich Milliardenumsätze gemacht, ist in den DAX gekommen, also die wichtigsten deutschen Industriekonzerne gebündelt in diesem Index an der Börse. Und dann aber häuften sich so Mitte, Ende letzten Jahres Medienberichte, dass es da unter Umständen ganz schöne Merkwürdigkeiten im Geschäftsgebaren von Wirecard geben könnte. Die Rede war davon, dass angeblich riesige Partner in Asien, die da Milliardenumsätze machen, schwer zu finden sind, nicht antworten und so. Und das verdichtete sich, dass da wirklich einiges faul ist bei Wirecard. Und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Dann waren auf einmal 2 Milliarden verschwunden. Der Vorstand war verhaftet. Die Firma war pleite. Ein anderer Vorstand ist noch immer auf der Flucht. Und es entfaltet sich eigentlich seit Monaten ein Betrugsskandal in Milliardenhöhe wirklich bizarren Ausmaßes, wo Dinge unternommen wurden, um nicht vorhandene Umsätze zu simulieren und zu kaschieren und so. Dass einem wirklich schwindelig wird. Und da fragt man sich natürlich, liebe Leute, das ist ein DAX-Konzern. Öffentlicher geht's eigentlich. Öffentlicher geht's nicht, ne? Natürlich würde man davon ausgehen, da gucken ganz viele Leute genau hin. Das ist so quasi die Crème der deutschen Industrie. Und da gibt's Milliardenbetrug. Was macht denn da eigentlich die staatliche Aufsicht? Ja, was ist denn da eigentlich, was ist da passiert? Was hat denn bitte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht getan, die kurz BaFin genannt wird? Warum hat die keinen Alarm geschlagen? Und natürlich stellt sich auch die Frage, was wusste denn eigentlich Bundesfinanzminister Olaf Scholz, in dessen Geschäftsbereich immerhin die BaFin angesiedelt ist. Und diese ganzen Fragen soll, und das ist die Neuigkeit, die Philipp in der Anmoderation eben zitierte, diese ganzen Fragen soll jetzt ein Untersuchungsausschuss bearbeiten, der in dieser Woche erstmal informell beschlossen wurde. Ich glaube, noch nicht formell eingesetzt vom Bundestag, weil keine Sitzungswoche war. Aber die drei Fraktionen, FDP, Grüne und Linke, die drei Oppositionsfraktionen sind jetzt dafür, dass ein solcher Ausschuss eingerichtet wird. Damit haben sie eine Mehrheit, die AfD war auch schon lange für den Ausschuss, aber mit denen will man natürlich nicht zusammenarbeiten. Deswegen hätte ohne die Grünen ein solcher Ausschuss nicht eingesetzt werden können. Aber wie gesagt, jetzt steht auch ohne die AfD die Mehrheit und der Untersuchungsausschuss wird in Kürze aufs Gleis gesetzt. Und in den nächsten Monaten wird es also auch immer mal wieder um die Rolle der BaFin gehen. Und da haben wir uns gedacht, wir beleuchten einfach mal ein bisschen genauer, was es mit dieser Behörde eigentlich auf sich hat, was die so macht und insbesondere Stand heute, ja, was da bei Wirecard möglicherweise schiefgegangen sein könnte aus der Sicht der
der BaFin. Also BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, haben wir gesagt, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, sitzt in Frankfurt am Main und in Bonn. Und da steht der Rechts- und Fachaufsicht des Bundesministeriums der Finanzen, sprich Olaf Scholz. Rechts- und Fachaufsicht bedeutet, nicht nur kontrolliert das Ministerium, ob die rechtmäßig handeln, sondern, das ist das Stichwort Fachaufsicht, auch ob die inhaltlich richtig agieren. Das heißt also, innerhalb der Gesetze hat man ja häufig als Behörde verschiedene Möglichkeiten. Und selbst das wird geprüft vom Finanzministerium, mit anderen Worten, eine sehr enge Kontrolle durch das Ministerium. Das heißt, da kann man sich als Minister ganz schwer nur rausreden. Sorry, war die BaFin, war nicht ich. Aufsicht für Wertpapierhandel, Kreditwesen, Versicherung und eben Finanzdienstleistungen, unter die Wirecard meiner Meinung nach, unserer Meinung nach durchaus fallen würde. Zentrale Rechtsgrundlage ist das Kreditwesengesetz. Ganz genau. Und das sieht eine sehr enge Kontrolle durch die BaFin, insbesondere erstmal bei Neugründungen von Finanzinstituten vor. Ja, da wird unter anderem geschaut, ob die Anforderungen an das Eigenkapital erfüllt sind, die Zuverlässigkeit der Geschäftsführung, solide Institutsführung und natürlich auch die Tragfähigkeit des Geschäftsplans. Und auch laufend werden diese Parameter grundsätzlich mal einer Kontrolle durch die BaFin unterzogen. Und die Basis für diese Kontrolle sind so monatliche Kurzbilanzen, die die Unternehmen einreichen müssen, jährliche Bilanzen natürlich, Geschäftsberichte und ganz wichtig, die Berichte von Wirtschaftsprüfern, um die wird es gleich noch ausführlich gehen. Ja, Philipp, und im Fall Wirecard allerdings ist diese Prüfung nicht ganz so genau ausgefallen. Nee, es gab wohl keine umfassende Prüfung von Wirecard, was total komisch ist. Sie haben, glaube ich, gegen Journalisten ermittelt im Sinne der Marktaufsicht. Also die Financial Times in London hat berichtet über viele Sachen und da gab es von einigen den Verdacht, dass da Journalisten eventuell die Aktie mit Berichten beeinflussen wollen und so. Also da hat sich die BaFin durchaus berufen gefühlt zu ermitteln, aber gegen Wirecard selber haben sie nicht ermittelt. BaFin und auch die Bundesbank haben Wirecard als Technologiekonzern nämlich eingestuft und nicht als Finanzdienstleister. Und damit haben sie sich quasi für nicht zuständig erklärt. Genau, das heißt, sie haben sich im Grunde, wenn man so will, selber Scheuklappen aufgesetzt. Das Einzige, was die BaFin noch kontrolliert hat, war eine klitzekleine Tochtergesellschaft, nämlich die sogenannte Wirecard Bank. Aber das war nur ein kleiner Ausschnitt des Geschäfts und die wesentlichen Teile dessen, was Wirecard so getan hat, waren damit quasi der Kontrolle der BaFin entzogen. Und zwar Kraft eigener Entscheidung. Ne? Also da gibt es ganz scharfe Kritik daran, nämlich die BaFin habe quasi bewusst weggeschaut und weite Teile des Geschäfts von Wirecard ganz bewusst nicht analysiert. Sogar Manager aus der Finanzwelt sehen das kritisch, Philipp. Es gab eine Umfrage vom Center for Financial Studies der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und danach haben 85% der befragten Führungskräfte aus der Finanzbranche durchaus Reformbedarf bei der Finanzaufsicht gefordert und gesehen. 3/4 finden, alle Finanzdienstleistungen müssen in diese Aufsicht fallen. 58% der Führungskräfte sind für den Aufbau von Prüfkapazitäten bei der BaFin. Das muss man sich auch vorstellen. Die haben keine eigenen Prüferkapazitäten. Die kaufen diese Wirtschaftsprüfer ein, um irgendwie zu wissen, wen sie da eigentlich kontrollieren. Ja, und diese Fragen rund um die BaFin und den Wirecard-Skandal wollen wir jetzt mit Gerhard Schick besprechen. Er ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, hat sich dort viele Jahre mit Finanzpolitik beschäftigt, unter anderem als Obmann der Grünen in einem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss in der vergangenen Legislaturperiode und ist jetzt tätig bei der Bürgerbewegung Finanzwende. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Gerhard Schick. Ja, guten Tag. Sagen Sie mal, Herr Schick, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sagt im Kern, wir waren für Wirecard nicht so richtig zuständig. Auf welcher Basis hätte die BaFin denn eine umfassendere Kontrolle von Wirecard leisten können? Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Der eine ist, dass dort, wo die BaFin tätig geworden ist im Rahmen der Marktaufsicht, hat sie ja einseitig Ermittlungen angestoßen gegen die Journalisten, die eigentlich auf der richtigen Spur ja waren, dass das Geschäftsmodell von Wirecard wohl betrügerisch war. Wenn man in die eine Richtung Ermittlungen anstoßen kann, kann man auch in die andere Richtung Ermittlungen anstoßen, nämlich die Frage klären oder versuchen zu klären, ob an den Betrugsvorwürfen etwas dran ist. Das heißt, die BaFin ist tätig geworden, sie ist aber in die falsche Richtung tätig geworden. Der Vorwurf der Untätigkeit greift ja eigentlich noch zu kurz. Sie war einfach in die falsche Richtung aktiv und einseitig. Und das ist etwas, was man ihr auf jeden Fall vorhalten muss und was eine falsche Handlungsweise deutlich macht. Der zweite Ansatzpunkt ist über die bankenaufsichtliche Zuständigkeit.
Die Wirecard Bank als Tochtergesellschaft des Konzerns ist ja überprüft worden. Das ist etwas, was im Ausschuss von Herrn Hufeld, dem Chef der BaFin, nicht richtig zunächst dargestellt worden ist. Sie war ja durchaus auf der Spur und hat schon eine Prüfung auch gemacht, ist den Sachen aber nicht wirklich auf den Grund gegangen. Und da klar ist, dass das Risiko für die Bank, die Wirecard Bank, ganz stark von dem Schicksal und ihrer Rolle im Gesamtkonzern abhängig ist, da hat man als Prüfer schon Möglichkeiten, genauer nachzufragen, wie da die Schnittstelle eigentlich ist und welche Ausleihungen da eigentlich gemacht werden. Und der dritte Ansatzpunkt ist die geldwäscheaufsichtliche Prüfung. Da gab es ja offensichtlich Unklarheiten, ob man überhaupt zuständig sei oder ob das die niederbayerische Bezirksregierung ist. Auch das ist viel zu spät geklärt worden bei einem so großen Konzern. Und auch da hat man als Aufsichtsbehörde schon gute Möglichkeiten. Aber da ist auch noch etwas zu tun. Meines Erachtens ist dieser Flickenteppich bei der Geldwäscheaufsicht in Deutschland tatsächlich ein Problem. Jetzt wird ja im Zuge der Diskussion rund um die Rolle der BaFin die Frage gestellt, ob die BaFin möglicherweise einfach nicht genügend eigene Kontrollmöglichkeiten hat. Es wird gerade auch von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Finanzdienstleistern kritisiert, dass sich die Arbeit der BaFin sehr häufig stützt auf Prüfergebnisse der vier großen deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, also Ernst & Young, Deloitte, KPMG und PricewaterhouseCoopers. Wie sehen Sie das? Braucht die BaFin einfach eigene Menschen, die diese Prüfung durchführen können? Auf jeden Fall. Ich hatte das mal bei einer Reise in die USA, eine Chefin der dortigen Aufsichtsbehörde gefragt, wie prüft ihr eigentlich Banken? Macht ihr das mit eigenem Personal oder engagiert ihr Wirtschaftsprüfer? Und da war die Antwort, wir machen das nur mit eigenen Leuten, weil wir wollen die Kompetenz aufbauen. Wir wollen da selber hinschauen, damit wir wissen, wie es in den Banken aussieht. Und genau das findet in Deutschland nicht statt. Das ist etwas, was ich seit Jahren anmahne und was aber immer noch nicht stattgefunden hat. Das ist natürlich erstmal ein mühsamer Kompetenzaufbau. Ich meine aber, dass da wichtige Informationen verloren gehen. Wenn man immer nur Externe beauftragt, dann kriegt man eben keine wirkliche Ahnung, wie es in der Bank aussieht und ist viel zu weit weg von dem, was eigentlich da passiert. Aber vor allem sehen wir ja, dass diese großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften massive Interessenkonflikte haben. Die sind über Jahre als Berater für dieselben Unternehmen teilweise unterwegs, sind eigentlich Beratungsgesellschaften mit angehängtem Prüfgeschäft. Und wenn man sich auf die verlässt, muss man davon ausgehen, dass da eben nicht wirklich im Interesse der Öffentlichkeit geprüft wird, sondern dass da andere Sachen reinspielen. Deswegen ganz klar, die BaFin muss mehr selber machen und eigene Kompetenz aufbauen, soweit sie nicht auf die Bundesbank, eine andere öffentliche Institution, zurückgreifen kann. Sie haben gesagt, eigene Prüfkompetenzen aufbauen. Müsste denn noch mehr geändert werden, um die Kontrolle zu verbessern? Oder ist es alleine eine politische Entscheidung und eine Haltung der BaFin-Führung, dass sie einfach mehr Kompetenzen beansprucht? Oder muss da auch noch an den Gesetzen, an Verordnungen was geändert werden? Es ist vor allem auch eine Sache der Haltung, aber auch des Personals. Was meine ich damit? Als es vor ein paar Jahren eine Verhandlung beim Verfassungsgericht gab über die Frage, wie man die BaFin kontrollieren könnte vom Parlament aus, ob es da Fragerechte gibt, da waren die Verfassungsrichter sehr überrascht, dass die Aufsichtsbehörde gesagt hat, ja, wir brauchen das Vertrauen, wir haben einen kooperativen Aufsichtsansatz. Wenn die Unternehmen nicht sozusagen in einem Vertrauensverhältnis zur Aufsicht sind, dann können wir unsere Arbeit nicht machen. Und genau das, was die Verfassungsrichter damals schon erstaunt hat, ist genau das, was wir jetzt auch wieder bei Wirecard feststellen. Da ist viel zu wenig kritische Distanz zu dem, was am Markt besteht. Und das ist insbesondere bei Fragen der Kriminalität natürlich der völlig falsche Ansatz. Wenn Sie meinen, ich muss mit einem guten Vertrauensverhältnis sein, damit mir der Typ aus der Bank, die ich beaufsichtige, die richtigen Informationen darüber gibt und erzählt, was sie eigentlich machen, dann bin ich doch, wenn es um Kriminalität geht, auf einem völlig falschen Fuß. Und deswegen meine ich, es ist jetzt nicht damit getan, ein paar gesetzliche Normen zu ändern und der Finanzaufsichtsbehörde BaFin ein paar mehr Kompetenzen zu geben, sondern das braucht eine komplette Neuaufstellung. Sie muss fit gemacht werden für den Kampf gegen Finanzkriminalität. Dafür ist sie bisher völlig falsch aufgestellt. Und deswegen meine ich auch, das geht nur mit einem Wechsel an der Führung. Und es geht nur, wenn da neues Personal reinkommt, was Kenntnisse hat im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Da ist die BaFin bisher überhaupt nicht fit.
Jetzt sagt ja die SPD, ja, Führungswechsel, dafür sei es noch zu früh, es seien keine echten Fehler, kein richtiges Fehlverhalten noch nicht nachgewiesen. Dafür gäbe es jetzt halt einen Untersuchungsausschuss und dann müsste man über die Spitze nachdenken. Was sagen Sie? Also bei Frau Rögele, der Vizepräsident, muss man sagen, 3 strikes and you're out. Also sozusagen, es ist jetzt nicht das erste Mal, sondern wir haben bei Cum-Ex festgestellt, dass sie da sehr merkwürdig agiert hat. Wir haben bei dem Anlagebetrugsskandal P&R festgestellt, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich die BaFin zu spät kam, um die Anleger zu schützen. Und wir stellen jetzt fest, dass in ihrem Zuständigkeitsbereich eben in der falschen Richtung die BaFin aktiv geworden ist bei Wirecard, nämlich gegen die Journalisten und nicht gegen die Betrügereien. Und da ist irgendwann mal gut. Und was Herrn Hufeld betrifft, ich schätze ihn eigentlich persönlich, aber man muss sagen, er hat die Chance, jetzt selber derjenige zu sein, der für eine Verbesserung der Aufsicht in Deutschland kämpft, einfach verpasst. Teilweise ist der Ausschuss und die Öffentlichkeit nicht richtig informiert worden von ihm. Und er hat gesagt, man hätte nichts tun können, es sei alles richtig gewesen. Das Spiel muss aufhören. Das kenne ich schon aus der Bankenkrise 2008. Alle haben alles richtig gemacht und es ist ein Riesenkladderadatsch und ein Riesenschaden für den Steuerzahler entstanden. Also irgendwie kann es dann nicht zusammenpassen. Und wer mit dieser Haltung nach einem so großen Skandal, der den Schaden ja auch für Deutschland in seinem internationalen Ruf produziert hat, wer mit so einer Haltung an so einen Skandal rangeht, der ist für die Neuaufstellung meines Erachtens nicht geeignet. Ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung formuliert jetzt einen Verdacht, der in der Tat außerordentlich problematisch klingt. Nämlich heißt es dort, Zitat, mit keiner Aktie haben BaFin-Mitarbeiter in den vergangenen anderthalb Jahren so viel gehandelt wie mit der Wirecard. Zitat Ende. Das Bundesfinanzministerium sagte wohl der FAZ, man überprüfe jetzt die Regeln für den Insiderhandel. Was halten Sie von diesem Ermittlungsansatz? Dieser Sache muss nachgegangen werden. Da ist der Verdacht des Insiderhandels im Raum. Das wäre eine Straftat. Ich glaube, es ist richtig, wenn jetzt nicht nur die BaFin selbst das überprüft, da gibt es ja keine nötige Distanz zu den Dingen, sondern dass der Rechnungshof in seiner Prüfung der BaFin das mit reinnimmt und dann gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft einschaltet. Auf jeden Fall muss sichergestellt werden, dass so etwas in Zukunft nicht passieren kann. Es gibt da bei der Europäischen Zentralbank und europäischen Aufsichtsbehörden klare Regeln. Das braucht es auch bei einer deutschen Finanzaufsichtsbehörde. Also ich glaube, die Tatsache, dass mit Aktien gehandelt wurde von Wirecard bei der BaFin, ist klar, ist unumstritten. Das hat die Regierung in der schriftlichen Antwort geliefert. Die Frage ist jetzt nur, ob die Regeln verschärft werden und was da geändert werden muss. Jetzt ist ja es soll ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden, der diese ganze Wirecard-Tragödie untersucht. Sie waren Obmann der Grünen-Fraktion im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Was können wir denn von so einem Untersuchungsausschuss zu Wirecard erwarten? Also viel Zeit hat er ja nicht, weil das letzte Jahr der Legislaturperiode bricht gerade an. Und bis man die ersten Akten hat, die dann in Bezug auf die Geheimhaltungspflichten geprüft sind und gelesen sind, da geht erstmal einiges an Zeit rum und am Schluss muss man einen Abschlussbericht schreiben. Also das Zeitkorsett ist extrem eng. Deswegen wird es nur dann funktionieren, wenn es eine klare Schwerpunktsetzung gibt auf wenige Kernthemen. Und man wird nicht den ganzen Skandal bearbeiten können, sondern kann nur bestimmte Fragestellungen in Bezug auf öffentliche Verantwortungsträger, öffentliche Institutionen sich anschauen. Die zweite Voraussetzung für einen Erfolg ist, dass die Oppositionsfraktionen optimal zusammenarbeiten. Das kann gelingen. Ich habe das selber erlebt bei dem Untersuchungsausschuss in der Bankenkrise zur Hypo Real Estate 2009, wo Grüne, Linkspartei und FDP, also dieselbe Konstellation wie jetzt, optimal zusammengearbeitet haben, richtig ein Aufklärungsteam gebildet haben. Sowas kann funktionieren, aber es ist erforderlich. Und ich glaube, es gibt eine dritte Bedingung, das habe ich bei dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss erlebt. Damals waren die Ränge der Besucher- und Pressetribüne häufig leer. Und wir haben zwar viele Sachen rausgefunden, skandalöse Sachen rausgefunden, aber es fehlte die Unterstützung von Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, um dann wirklich auch Druck auszuüben, dass daraus etwas folgt, dass das Konsequenzen hat. Und so können wir sehen, dass es heute noch Cum-Ex-ähnliche Geschäfte wohl im Markt gibt und viel zu wenig getan wird an dieser Stelle, um auch die Geschäfte aufzuklären. Und das könnte jetzt bei Wirecard auch der Fall sein. Das Thema Wirtschaftsprüfer zum Beispiel ist ja ein altes. Wir kennen das schon seit Jahren aus der Bankenkrise, dass die Wirtschaftsprüfer nicht gut arbeiten. Aber die Reform ist damals komplett ausgebremst worden, mit der die Wirtschaftsprüfer neue Regeln bekommen hätten.
Und ich befürchte eben, dass der Ausschuss zwar Aufklärung leistet, aber die nötigen Veränderungen durchzukämpfen nachher misslingt. Das muss man verhindern und schauen, dass es wirklich Konsequenzen gibt nach diesem Riesenskandal. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Interview mit der Lage der Nation Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für dieses Interview. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Riesenfreund von diesen Jahrestagen, ne? Also man muss wissen, in journalistischen Amtsstuben, da ist das ein ganz großes Thema, ne? Die großen Nachrichtenagenturen verschicken immer auch jeden Tag, glaube ich, sogar Listen mit Jahrestagen, also wann sich irgendwas zum 200., zum 75. etc. mal jährt, und das ist dann immer ein willkommener Anlass für Journalisten und Journalistinnen zu sagen, Thema. 50 Jahre Butterblume, da müssen Schnickes, wir, da gehen wir rein. Da gehen wir rein, das machen wir ganz groß. Ja. Das schauen wir uns mal ganz genau an. Ja? Und das finden Philipp und ich eigentlich normalerweise nicht so cool, aber jetzt machen wir eine große Ausnahme. Denn vor 5 Jahren, Ende August 2015, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel, die immer noch Bundeskanzlerin ist, in einer Pressekonferenz unter anderem einen Satz gesagt, der zunächst kaum Beachtung fand, inzwischen aber geradezu prototypisch steht für einen ganzen Politikbereich. Und dieser Satz lautet: Wir schaffen das. Wir spielen ihn jetzt nicht nochmal im O-Ton, weil wir dachten, wir haben es überlegt, aber wir dachten, der ist so ausgenudelt. Wir können das irgendwie vielleicht auch schöner formulieren. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ihr habt das alle gehört, ne? Ihr kennt das. Wir schaffen das als den Satz von Angela Merkel zum Thema, wie steht Deutschland zur Aufnahme von Geflüchteten? Und dieser Satz ist natürlich zu einem zentralen Aufreger der Rechten im weitesten Sinne und der Rechtsextremisten in Deutschland geworden. Aber wir wollen einfach jetzt mal der Frage nachgehen, was ist denn da eigentlich konkret passiert, und insbesondere auch der Frage, wie steht's mit der Rechtmäßigkeit, Philipp? Was waren denn die harten Fakten? Na, die harten Fakten waren, dass eben in diesem Jahr 2015 mehr Menschen als bisher nach Deutschland kamen. Angela Merkel hat es vor 5 Jahren am 31. August also gesagt, wir schaffen das. Und kurz danach, knappe Woche, am 4., 5. September gab es halt diese legendäre Nacht, in der Züge aus Budapest kamen mit vielen Tausenden von Menschen durch Österreich und die nach Deutschland wollten. Und es war halt die Frage, was machen wir jetzt? Und speziell an dieser Zugaktion, ne, wo dann in München die Leute am Bahnhof standen und Willkommenskultur ist, da ist dieser Begriff, glaube ich, entstanden. Weil da gewinkt wurde, ne, und die Menschen willkommen geheißen wurden. Ja. Ich glaube, das stand so im Zentrum eines Mythos vom Rechtsbruch, dass Angela Merkel im Rahmen dieser Flüchtlingspolitik Rechtsbruch begangen hat. Und ich dachte, es wäre nochmal ganz interessant, weil das ja bis heute debattiert wird und bis heute eine Erzählung in rechten Kreisen ist und Konservativen vielleicht, dass die Flüchtlingspolitik damals von Merkel unter anderem deshalb schlecht war, weil sie ja Rechtsbruch begangen hat. Ist bis heute, ehrlich gesagt, einer der Gründungsmythen quasi der AfD. AfD wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, klar. Natürlich gab es die AfD schon vorher, aber wie soll ich sagen, es ist einer der zentralen Mythen, auf deren Grundlage die AfD dann ihren Aufschwung genommen hat. Philipp, und deswegen mal ganz trocken die Frage gestellt, konnte denn Deutschland oder durfte denn Deutschland Flüchtende aufnehmen, trotz der europäischen Regelung, die zusammenfassend als Dublin-Regime bezeichnet werden? Ja, ich glaube, also da sind sich alle ziemlich einig. Ich habe mir nochmal das Buch angesehen, was dazu sich ausführlich äußert, von Max Steinbass und Stefan Dädchen. Die Zauberlehrlinge, der Streit um die Flüchtlingspolitik und der Mythos vom Rechtsbruch. Und da dröseln die beiden das auch ganz schön auf. Das lohnt sich, da mal reinzugucken. Und diese Frage, glaube ich, beantworten die beiden eindeutig mit Ja. Zwar war es technisch im Prinzip so, dass Menschen, die flüchten und in die EU kommen, eigentlich dort betreut werden sollten, wo sie eben in die EU kommen und dort auch registriert werden sollten und so. Das ist aber eine Pflicht des Landes, in dem sie sich befinden, beziehungsweise die EU zuerst betreten. Das ist aber durchaus nicht zugleich ein Verbot an andere EU-Staaten, sich nicht um diese Menschen zu kümmern. Genau, in dem Fall war es jetzt so, Griechenland war offensichtlich überfordert, hat es nicht gemacht häufig und wollte es auch nicht. Und so sind die Menschen halt nach Norddeutschland gekommen. Und noch dazu war es so, dass ein europäisches Gericht vorher auch 2011, glaube ich, entschieden hatte, dass Deutschland eben Menschen nicht nach Griechenland zurückschicken darf, weil sie eben dort kein menschenwürdiges Asylverfahren und keine menschenwürdige Behandlung erfahren würden. Deswegen muss man ganz klar sagen, ja, formal war vielleicht Griechenland zuständig, aber Deutschland war auch nach diesen Regelungen in der Lage und berechtigt zu sagen, wir ziehen das Verfahren an uns, wir prüfen das. So, insofern, ja. Okay, und die nächste große Frage ist ja, hat Angela Merkel überhaupt die deutschen Grenzen aufgemacht? Ja, und auch das ist relativ leicht zu beantworten, nein, denn sie waren ja offen. Schengen, ja? Ja, Freizügigkeit, ja. Kennen wir alle.
Mit anderen Worten, es gab überhaupt keine Grenzen zu öffnen, weil sie schon offen waren. Die einzige Frage, die sich dann anschließt, ist, hätte Angela Merkel denn die Grenzen schließen können? Ja und nein. Auf der einen Seite auch wohl ziemlich unstrittig und klar, dieses Schengener Abkommen sagt, man kann die Grenzen oder ein Staat kann die Grenzen für 30 Tage schließen, unter bestimmten Umständen, aber eben nur temporär. Und daran an schließt sich aber die Frage, okay, wenn da jetzt Menschen kommen, die Schutz suchen, was machen wir denn mit denen? Gilt dies Grenzen dicht machen für die? Weisen wir die ab? Was passiert dann? Und das ist sehr umstritten gewesen, zumindest damals. Also jedenfalls, wie Philipp sagt, ist es umstritten. Das heißt, die Antwort ist nicht so ganz einfach. Es gibt zum einen die Vertreter dieser Rechtsbruchthese, die sagen, naja, im Grundgesetz steht ja was zum Thema Asyl. Insbesondere ist Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes einschlägig, der da lautet, dass sich auf den grundsätzlichen Anspruch auf Asyl nicht berufen kann, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist. Und da muss man natürlich sagen, sowohl Ungarn als auch Österreich sind ja eben Drittstaat in diesem Sinne. Daraus könnte man natürlich ableiten, da gibt es eh kein Asylrecht, also kann man die Menschen auch abweisen. Oder ist das nicht ganz so einfach? Ja, das ist eine Sache. Also diese These, wieso, wir haben noch ein deutsches Grundgesetz, da steht drin, wer aus dem Drittstaat einreist, der kommt halt nicht rein, der hat kein Recht auf Asyl. Und ob sich daraus quasi ein Rechtsbruch ableiten lässt, wenn diese Menschen dennoch reingelassen werden, das habe ich Max Steinbeiß gefragt, Co-Autor des besagten Buchs, was ich oben genannt habe. Und seine Antwort klang so. Und wenn man nur diese Norm sieht, dann sieht das in der Tat so aus, dass die Verweigerung der Einreise rechtlich geboten gewesen wäre. Das Problem ist aber, dass in Fällen, wo dieser andere Staat ein EU-Mitgliedstaat ist, das EU-Recht gilt, und zwar vorrangig vor dem deutschen Asylgesetz. Und europarechtlich spricht viel dafür, dass ein Mitgliedstaat, bevor er jemanden einfach an der Grenze zurückweist, erstmal überprüfen muss, wer denn jetzt überhaupt für seinen Asylantrag genau zuständig ist. Das heißt, der Ausländer muss ein Verfahren kriegen. Und für die Dauer des Verfahrens ist man für ihn verantwortlich. Man muss ihn also erstmal einreisen lassen. Und kann nicht einfach sagen, du kommst hier nicht rein und wer immer für deinen Schutz zuständig sind, wir jedenfalls nicht und das Ganze ist nicht unser Problem. Und das war tatsächlich auch der maßgebliche Grund, warum die Bundesregierung 2015 sich gegen eine Grenzschließung entschieden hatte. Und das war ein rechtlicher Grund, nur halt ein europarechtlicher. Und das wollten damals und wollen auch heute noch viele nicht sehen. Ja, das muss man, glaube ich, nochmal ganz deutlich machen. Die Bundesregierung hat sich aus rechtlichen Gründen dagegen entschieden, die Grenze zu schließen. Es gab aber natürlich auch tatsächliche Gründe, denn schlicht und ergreifend ist die Grenze zu Österreich ja nicht irgendwie mit Sperranlagen gesichert. Ne? Da gibt es einfach keinen Zaun durch den Wald, ja, sondern die Grenze nach Österreich ist eine sogenannte grüne Grenze. Da ist halt einfach Wiese, ja, und auf der einen Seite der Wiese ist Österreich, auf der anderen Seite ist Deutschland. Da steht allenfalls alle paar hundert Meter mal so ein schwarz-rot-goldener Grenzpfahl, damit man überhaupt noch sieht, wo Grenze ist. Das heißt also, Grenze schließen hätte in der Praxis bedeutet, man hätte mit enormem finanziellen und personellen Aufwand, keine Ahnung, Stacheldrahtrollen ausrollen müssen oder sonst wie irgendwie Grenzzäune aufstellen. Das wäre also auch schon aus tatsächlichen Gründen nicht so einfach gewesen. Das finde ich immer so lustig, wenn man irgendwie VertreterInnen einer, wie soll ich sagen, weniger menschenfreundlichen Politik an dieser Stelle fragt, ja, wie hätte denn die Angela Merkel das konkret machen sollen? Da wird immer so getan, als sei das total einfach gewesen, so quasi, als wenn man einfach nur eine Tür hätte abschließen müssen. Das stimmt nicht. Und ein zweiter Punkt ist noch sehr, sehr wichtig. Das ist übrigens auch im Lageforum immer wieder ein Thema gewesen. Also wir haben ja auch im Lageforum immer wieder Leute, die sagen, nein, Angela Merkel hätte die Grenze zumachen müssen, wenn man dann fragt, wie denn konkret, also jetzt nicht theoretisch, sondern ganz konkret, wie macht man denn eine Grenze zu? Dann kommt immer nur so, ja, das kann ja so schwer nicht sein. Aber es ist eben in der Praxis ein Riesenproblem. Genau, und dazu auch diese Buchempfehlung, die beiden dröseln dann nämlich auf, weil genau diese Debatte hat es ja gegeben im Innenministerium mit damals Thomas de Maizière. Wie machen wir das eigentlich? Und die Bundespolizei wäre dafür zuständig gewesen und de Maizière hatte dann, glaube ich, am Ende das Gefühl, ja, ohne Gewalt wird das nicht gehen und wir werden dann da Frauen und Kinder haben, die wir wie bitte daran hindern, über irgendwelche Zäune rüber zu klettern? Will man das? Kinder, die sich im Stacheldraht verheddern? So, will man das? Ne, das hatte man vorher in Ungarn kritisiert, zu Recht und so. Auf der sogenannten Balkanroute gab es ja solche Situationen, genau, illegale Pushbacks und so. Ne? So, solche Sachen. Also das war die Debatte, wer sich das, wie gesagt, nochmal im Detail durchlesen will. Dem sei das Buch empfohlen. Und es gibt noch einen zweiten ganz wichtigen Punkt. Die Debatte kreist immer so ein bisschen um Artikel 16a des Grundgesetzes, wo eben diese Drittstaatenregelung drinsteht, die ja übrigens Anfang der 90er Jahre entstanden ist, unter dem Eindruck einer damals schon aufkochenden Welle rechtsextremer Gewalt. Wir denken an Rostock-Lichtenhagen, wo also Nazis versucht haben, ein Ausländerwohnheim zu stürmen und so. Also ein Wohnheim, in dem, ich glaube, vietnamesische Vertragsarbeiter untergebracht waren. Also damals gab es eben auch schon rechtsextremistische Gewalt in Deutschland und darauf hat die Politik reagiert.
reagiert, indem sie das Asylgrundrecht de facto weitgehend abgeschafft hat, indem eben Menschen kein Asyl mehr bekommen, wenn sie durch einen sicheren Drittstaat einreisen. Man kann also de facto nur noch mit einem Fallschirm abspringen über Deutschland, ja, wie es dann etwas polemisch immer heißt. Aber deswegen ist dieser Artikel 16a des Grundgesetzes seit längerem schon überhaupt nicht mehr der zentrale rechtliche Grund, auf den sich Menschen berufen, die in Deutschland Schutz suchen. Da gibt es inzwischen zwei andere rechtliche Konstrukte. Das eine ist der sogenannte Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention und das andere ist der sogenannte subsidiäre Schutz. Das heißt, es gibt also zwei rechtliche Gründe, weswegen man in Deutschland Schutz finden kann, selbst wenn man sich nicht auf Artikel 16a des Grundgesetzes und auf das Asylgrundrecht berufen kann. Das heißt, auch dieses Argument mit dem sogenannten sicheren Drittstaat ist nicht so wirklich schlüssig. Es bleibt dann nur die Zuständigkeitsregelung zwischen den europäischen Staaten auf der Grundlage von Dublin, aber das haben wir eben schon gesagt. Dublin begründet Pflichten für den Staat, wo die Menschen zuerst europäischen Boden betreten, aber verbietet durchaus nicht anderen Staaten der EU, sich um diese Menschen zu kümmern. Aber gut, das heißt also, diese These vom Rechtsbruch durch Angela Merkel ist, wenn man genauer hinguckt, alles andere als schlüssig. Aber kommen wir zum zweiten Teil dieses Blogs, Philipp. Wir haben uns gedacht, wir schauen nicht nur auf die Rechtsbruchthese, die wir, glaube ich, ganz gut widerlegt haben, sondern wir schauen auch darauf, was ist denn jetzt 5 Jahre später die Zwischenbilanz? Wie steht's mit der Integration der Menschen, die damals oder seither ins Land gekommen sind? Ja, also natürlich läuft da nicht alles rund, aber gemessen an den Befürchtungen und den alarmistischen Untergangsszenarien, die da gemalt wurden von vielen, muss man sagen, das läuft gut. Also gerade jetzt sagt hier Forscher am Institut für Arbeitsmarktforschung und Berufsforschung, also dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, die sagen, zum Jahresende 2020, also in wenigen Monaten, werden etwas weniger als die Hälfte der 2015 zugezogenen in Arbeit sein. Ohne Corona hätten wir die 50%-Marke erreicht. Also da sind rund die Hälfte der Leute, die damals gekommen sind, in Lohn und Brot, was man für eine gute Quote halten kann. Das denke ich auch, dass ich persönlich würde diese Quote auch halt sehr hoch einschätzen, wenn man sich überlegt, dass natürlich da einfach viele Kinder dabei sind, die ja per Definition erstmal noch nicht arbeiten können, weil sie erstmal zur Schule gehen müssen. Und wenn man sich überlegt, dass natürlich da auch große Hürden bestehen. Also du kannst ja nicht, wenn du als Flüchtling oder mit Schutzstatus in Deutschland lebst, einfach mal eben so arbeiten. Das haben wir in der Lage schon ganz viel besprochen, wie hoch die Hürden sind, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Ganz viele Menschen dürfen das gar nicht. Und wenn trotz dieser Hürden und trotz der Tatsache, dass viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, eben noch gar keine 18 waren, erstmal zur Schule gehen müssen. Wenn man das alles einrechnet, denke ich, dann ist diese 50%-Quote schon ziemlich gut. Philipp, allerdings muss man sagen, hat uns natürlich die Zuwanderung, insbesondere 2015, 2016, politisch auch einiges gekostet. Natürlich, also es wird immer erzählt, das hat uns ein bisschen die AfD beschert, ja, oder beziehungsweise die AfD ist da groß geworden und populär geworden und so. Auf der einen Seite stimmt das natürlich, auf der anderen Seite glaube ich, wenn sie es damals nicht geworden wäre, dann wäre sie bei Corona geworden, weil es ihnen ja nicht um die Inhalte geht, sondern es geht einfach darum, Ängste zu schüren, Ängste, die da sind, zu nutzen und zu vergrößern und Wirbel zu machen. Und da ist es der Anlass letztlich egal, der bietet sich halt bei Geflüchteten an, weil das irgendwie Leute sind, die anders aussehen und die Sprache nicht sprechen und wo man überhaupt so ganz alte Erzählungen benutzen kann, wir werden überrannt und diese ganzen rechtsextremen Erzählungen, die da rausgeholt werden können, das kann man natürlich wunderbar in Anführungsstrichen auf diese Geschichte draufwerfen. Deswegen hat sich das für die AfD gelohnt. Aber ich glaube, sie wäre auch bei anderen Themen hochgekommen. Also das ist so ein bisschen die These, Philipp, dass im Grunde das Erstarken der AfD nur eine Art Symptom ist, ja, und der Anlass im Grunde austauschbar. Würde ich sagen. Ich denke, man muss aber fairerweise auch sagen, dass natürlich nicht alles im grünen Bereich ist, insbesondere im Bereich Migration. Denn nach wie vor ist das Versprechen eines wirklich gemeinsamen europäischen Asylsystems alles andere als eingelöst. Es gibt nach wie vor einige europäische Staaten, die die Hauptlast zu tragen haben der Immigration nach Europa, eben weil die Menschen übers Mittelmeer kommen und dann vor allem in Griechenland, aber auch in Italien stranden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben bislang immer noch nicht hinbekommen, auch 5 Jahre später, dass die Menschen, die anlanden, zum Beispiel in Griechenland, Italien, aber auch in Spanien und Portugal, dass diese Menschen dann in der gesamten EU verteilt werden, weil sich einfach viele Mitgliedstaaten sperren. Ja, insbesondere einige osteuropäische Mitgliedstaaten sagen da einfach nicht, da sind wir nicht dabei. Und das führt natürlich zu gravierenden humanitären Verhältnissen. Wir haben über die Flüchtlingslager zum Beispiel auf den griechischen Inseln schon verschiedentlich berichtet, Stichwort Lesbos, dass da einfach 10.000
Tausende unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, gerade in Corona-Zeiten auch die Infektionsschutzregeln natürlich nicht eingehalten werden können. Und das ist, denke ich, ein ganz zentrales Versagen der Europäischen Union, dass wir da bis heute keine gemeinsame Linie haben. Genau, 5 Jahre danach, wir haben gesehen, was das politisch anrichten kann. Wir wissen eigentlich alle, dass das jederzeit wieder passieren kann. Und die Rezepte oder gute Ideen sind ja durchaus auf dem Tisch. Ja, also mit der ganzen aufgebauten Bürokratie, mit dem Fachwissen, was wir jetzt in Nationalstaaten angehäuft haben in dieser Zeit, ja, Stichwort BAMF, ja, da sind natürlich viele, viele tausend Leute eingestellt worden, die jetzt momentan nicht mehr das zu tun haben, was sie damals zu tun haben. Und das zu sagen, wir bauen diese Strukturen in diesen Ländern auf, in Griechenland, Italien, Spanien, sorgen für schnelle, humane, rechtsfeste Prozesse etc., Abläufe, da könnte man diesen ganzen Prozess der Zuwanderung viel effizienter und auch menschenwürdiger gestalten. Und da ist bisher zu wenig zu sehen. Ja, und natürlich kann man in diesem Kontext ein anderes Stichwort nicht verschweigen, nämlich die Rettung von Menschenleben aus dem Mittelmeer. Es gibt natürlich Tag für Tag Menschen, die sich in irgendwelchen Schlauchbooten auf den Weg machen, die in Seenot geraten, und Tag für Tag sterben Menschen auf dieser sogenannten Mittelmeerroute, einfach deswegen, weil es für viele eben keinen anderen Weg in die EU gibt. Ne? Das heißt, wir haben einfach nach wie vor keinen geregelten Migrationsweg und stattdessen müssen Menschen ihr Leben riskieren, um überhaupt nach Europa kommen zu können. Und man wird immer so ein bisschen den Eindruck nicht los, dass das manchen Menschen auch ganz gut in den Kram passt, ne? Dass eben diese Route im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich ist und dass es viele auch nicht schaffen. So zynisch das klingt, aber ich habe den Eindruck, da gibt es schon viele PolitikerInnen, die das auch ganz gut finden. Ne? Frei nach dem Motto, so schützen wir die europäischen Grenzen durch diese harte Überfahrt. Denn es wird ja immer gesagt, wer Menschen aus Seenot rettet, der schaffe angeblich Pull-Effekte. Ne? Das ist ja dieses harte Argument zu sagen, wer Menschen aus Seenot rettet, der macht es den Menschen leichter und damit schafft er weitere Migration. Ich persönlich finde das zynisch. Ne? Ich finde, es ist einfach ein moralischer Imperativ, wenn Menschen in Seenot sind, dann muss man denen helfen, ganz egal, warum die geflohen sind, ganz egal, warum die in Seenot sind. Aber wie gesagt, das sehen nicht alle so. Andere Menschen finden es wichtiger, dass ein abschreckender Effekt durch diese Gefahren der Überfahrt erhalten bleibt. Das muss jeder mit seinem eigenen Gewissen ausmachen, ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Hier über uns geht übrigens gerade der Himmel auf. Ich hoffe, dass man das nicht zu sehr hört in der Aufnahme. Wir haben ja so ein Studio unterm Dach, ne, mit ganz viel Dachschrägen, was furchtbar gemütlich ist, aber jetzt trommelt gerade ein Wolkenbruch auf uns herab. Ich hoffe, die Lage bleibt verständlich. Aber wir bleiben beim Wasser, Philipp, beim Wassersport. Ja, ihr werdet schon darauf gewartet haben. Das sogenannte Wettkeschern im Stadtbach von Memmingen. Das Ausfischen ist viel zu selten Thema gewesen in der Lage. Das bitten wir zu entschuldigen. Jetzt haben wir einen Anlass gefunden, denn wie ihr alle wisst, erfreut sich dieses Wettkeschern im Stadtbach von Memmingen, organisiert vom Fischertagsverein, immer großer Beliebtheit. 30.000 Leute kommen da jedes Jahr, um eben zu beobachten, wie alte Männer in Strohhüten mit großen Keschern in einem eingemauerten Bach Forellen rausfangen, um dann den sogenannten Fischerkönig zu küren. Aber ihr habt den Fehler wahrscheinlich schon gehört. Männer. Es sind nämlich ausschließlich Männer erlaubt und berufen, mit dem großen Kescher in den Bach zu steigen, um per Forellenfang den Fischerkönig zu küren. Das wollte eine Memmingerin nicht länger akzeptieren und hat gerufen, GFF to the rescue. So sieht's aus, genau. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich ja bin, hat eine Klägerin unterstützt, die es erstmal versucht hat, in diesem Verein, der da zuständig ist, dem Fischertagsverein, durchzusetzen, dass die Satzung geändert wird, damit in Zukunft auch Frauen mitmachen dürfen beim Keschern und nicht nur wie bisher am Rande des Stadtbachs stehen dürfen mit großen Bottichen als, ich glaube, es nennt sich Kübelmädle, ja, um da irgendwie die gefangenen Fische zu hüten. Nein, sie wollte auch mit hineinspringen in den Stadtbach. Das ist aber zweimal gescheitert, da sie jeweils unterlegen bei Abstimmung im Verein und daraufhin hat sie gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich werde hier diskriminiert und hat dagegen geklagt mit Unterstützung der GFF. Warum hat die sich eigentlich nicht flussaufwärts mit einem dicken Netz hingestellt? Einmal quer rüber, so breit ist der Bach nicht. Naja, der Witz ist... Entweder tote Fische oder... Oder tote Tinte, Fischer. Tote Fischer. Der Witz ist dabei, dass dieses Ausfischen des Stadtbachs ja einfach so ein riesensoziales Event ist. Es ging natürlich nicht um die Forellen, die könnte man ja zur Not auch irgendwo im Laden kaufen, sondern es geht einfach darum, dabei zu sein. Es geht quasi um gesellschaftliche Teilhabe, dass Frauen nicht von diesem Stadtbach-Ausfischen ausgeschlossen werden sollen. Und das war dem Verein aber nicht so richtig beizustreichen. Die haben halt gesagt, naja, ist halt eine Tradition, ja, dass nur Männer fischen dürfen.
Und das hat das Amt. War lange auch Tradition, dass nur Männer wählen dürfen. Ne? Bis 1918 durften, oder 1919, glaube ich sogar, durften Frauen auch nicht wählen in Deutschland. Also da gibt es eine ganze Menge Traditionen, die aus gutem Grunde abgeschafft worden sind, die Frauen diskriminiert haben. Und so eben jetzt auch das Ausfischen des Stadtbachs. Das zentrale Argument für das Amtsgericht war in der Tat die wichtige soziale Rolle. Also das ist jetzt nicht das völlige Ende von geschlechtsbezogenen Ungleichbehandlungen, auch durch Private. Also dieser Verein ist ja privat. Das ist das Besondere eigentlich an dem Fall, ne? Dass also hier ein privater Verein gebunden ist letztlich an das Diskriminierungsverbot. Für öffentliche Stellen gilt das ja schon länger, aber für Private wird das eben gerade noch so verhandelt. Und es ist eigentlich so die erste große Entscheidung, wo ein Amtsgericht mal gesagt hat, nein, so geht's nicht. Gleichberechtigung geht vor Tradition. Hier dürfen Frauen nicht mehr diskriminiert werden. Wie ist denn das so mit so Sportvereinen? Ich meine, es gibt ja auch Jungsmannschaften im Federball oder Fußball und Handball. Haben denn Frauen Anspruch darauf, in der Jungsmannschaft mitzuspielen? Also da würde ich zum Beispiel sagen, muss man sich die Frage stellen, ob es möglicherweise einfach einen sachlichen Grund dafür gibt. Und wenn die körperliche Leistungsfähigkeit von Männern und Frauen tatsächlich unterschiedlich ist, dann würde ich sagen, macht es total Sinn, dass man das weiter trennt und dass man eben in Jungen- und Mädchenmannschaften spielt. Aber dazu bin ich zu wenig Sportmediziner, um das wirklich einschätzen zu können. Aber das scheint mir nicht völlig unplausibel. Aber wenn es darum geht, einen Kescher zu halten, würde ich mal sagen, gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, das können Frauen nicht machen. Ja, auch Menschen, die nicht so intim mit dem deutschen Rechtssystem vertraut sind, wie du erahnen beim Thema Amtsgericht, dass das noch nicht die letzte Instanz ist. Ja, ganz genau. Also das ist jetzt die erste Instanz gewesen, wo die Klägerin mit Unterstützung der GfF gewonnen hat. Es ist wohl noch nicht klar, ob der Fischertagsverein Rechtsmittel einlegen wird. Pro-Tipp, don't do it. Ich glaube auch, oder? Ich glaube auch. Also eigentlich ist, wenn man so das Presseecho sich anschaut, eigentlich wurde diese Entscheidung von allen Medien gefeiert, bis hin zur Bild-Zeitung, ja, wo ich auch so ein bisschen gestaunt habe. Insofern glaube ich, eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, quasi die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu sagen, eigentlich schon peinlich genug, dass wir uns überhaupt haben verklagen lassen und es nicht geschafft haben, quasi freiwillig das für Frauen zu öffnen. Nachdem wir es jetzt einmal schriftlich haben, denke ich, sollte der Fall eigentlich ein Ende haben und jetzt sollte wieder Frieden einkehren in Memmingen und vielleicht gibt es dort dann bald mal eine Fischerkönigin. Und eine gebratene Forelle. Wunderbar. Forelle blau. Forelle. Ah, nee, das, ja doch, blau ist gebraten, oder? Blau oder? Ist gekocht. Blau ist gekocht und Müllerin ist gebraten, sowas. Vielleicht gibt es bald eine Forelle Müllerin von einer Fischerkönigin gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das sind doch mal gute Nachrichten zum Abschluss der dieswöchigen Lage der Nation. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit, hoffen, dass ihr gesund seid oder wenn ihr nicht gesund seid, gesund werdet. Habt ein schönes Wochenende. Wir sind ja ein bisschen früher dran. Diesmal habt einen schönen Wochenausklang. Kommt gut in die neue Woche. Die nächste Lage dann irgendwie so in 10 Tagen circa. Ja. Und bis dahin macht es gut. Und wenn ihr Lust habt, schenkt uns ein paar Sternchen bei iTunes. Das hilft uns immer sehr, gefunden zu werden. Und natürlich gibt es auch ein Soli-Abo. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, klickt euch rein unter lagedernation.org/abo. Freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. In diesem Sinne, bis bald. Bis dann. Tschüss.